Peace und Hasta Lab, herzlich willkommen zu einem Video von uns. Wir haben heute ein sehr wichtiges Video für euch und zwar müssen wir sehr was. Ernstes Thema. Sehr ernstes Thema, wir müssen was loswerden. Und zwar vor allem er. Ich glaube, die einige von euch haben das vielleicht schon so mitbekommen oder können es sich denken. Oder vielleicht steht es auch schon im Titel, aber in unserer Insta-Story wurde es irgendwie schon so, könnte man sich das erdenken, was wir gepostet haben oder du, ne? Und zwar, fangen wir mal von vorne an. Wir möchten kein TCG schlecht reden oder so, auf keinen Fall. Aber wir haben uns oft so die Frage gestellt. Ich weiß nicht, welche Frage. Ach so, nein. Okay, sag du erstmal deins. Was denn? Wir haben, glaube ich, unterschiedliche Gründe, warum das ist, was wir machen. Dein Grund ist ein ganz anderer als meine. Machen wir weiter. Okay. Okay, ich sag meine Opinion, meine Point of View und danach seine. Er seine. Ich habe mir halt oft so die Frage gestellt, so, boah, Yugi schon bockt übertrieben und so, aber so, wofür eigentlich? Weil das, also ich weiß nicht, wie viele Sachen ich sagen darf, bevor ich von Konami gebannt werde, das will ich halt nicht. Du hast nicht gebannt. Okay, ich liebe das Spiel halt so, alles schön gut, aber ich finde es halt vom Pricing her sehr undankbar, so, wenn man das so sagen darf. Und es ist ja Fakt, irgendwo im Vergleich zu anderen TCGs. Kooperation ist auf jeden Fall schon mal abgehakt jetzt. Aber auf jeden Fall, ja, vor allem als ich mit Ben in Bologna war, Vlog könnt ihr reinziehen, sind wir geflogen, Flug verpasst, mit Flixbus. Das war schlimm. Event war trotzdem nice. Aber währenddessen haben wir uns so gefragt, ey, wofür machen wir das hier gerade? So, wir sind gelatscht, gegangen, alles haben wir gemacht und haben gefroren. Und die Fragen haben wir uns oft gestellt, so. Nicht nur dann. Aber natürlich gab es auch immer schöne Seiten. Weil es jetzt uns so bockt immer. Keine Ahnung, ich laber voll viel Scheiße gerade. Ja, rede mal weiter. Das war schon klar. Ja, man muss halt, also deine Sicht, Point of View ist ja jetzt so, du fliegst in ein anderes Land, du zahlst Flug, du zahlst Hotel, du zahlst Turnier. Ich habe nichts zurückbekommen von dem. Du zahlst Verpflegung und am Ende läuft Scheiße für dich und du hast einfach 300 Euro ausgegeben für nichts. Selbst wenn es gut laufen würde, ich habe noch keine YCS bis jetzt getoppt, selbst wenn es gut laufen würde, habe ich halt trotzdem nichts davon so. Und es geht ja im Grunde geht's ja nicht darum, dass du ja mit deinem Hobby Geld machst. Nein, gar nicht. Aber du steckst ja auch hunderte von Euro davon ja rein so und so, wäre geil, wenn... Ja, das wäre so das, nicht das Mindeste, aber es wäre cool und das Ding ist, weil es... Warum steckst du auch Zeit da rein? Ja, Zeit. Das Ding ist, weil es das aber in anderen TCGs gibt, ist das irgendwie sehr frustrierend. Ich bin halt gekommen von Hearthstone damals, ich habe es ja damals halt gespielt, aber ich weiß gar nicht, wie da halt so die Competitive-Szene war, wie man da rein hätte kommen können und so. Aber die haben halt richtig Asche gemacht. Wir reden hier vor 10 Jahren angefangen, aber sagen wir mal, vor 8 Jahren schon hatten die schon Preispool von der Mio, so Worlds Preispool. Und ja, muss halt nicht so viel sein natürlich, aber irgendwie ist das frustrierend, wenn man dann halt... auch wenn man die ganzen Memes gesehen hat, die vor ein paar Monaten waren, wo man diese Tüte mit den Boostern bekommen hat, ey, keine Ahnung. So, das war halt die ganze Zeit da, so dieses Gefühl oder diese Gedanken oder mehr dieses Gefühl. Und dann kam halt der Punkt, wo ein Kollege, oder nee, ich habe einen Beitrag gesehen von Thunder Theory, Grüße gehen raus, keine Ahnung, wer das sieht. Ich glaube, das ist ein Spiel aus Österreich. Er hat dann Price Support von der EM von One Piece reingeschickt. Was krass war. So, keine Ahnung, sein Post war irgendwie so Top 256, 1,5 und Top 64 4K und so. 4K und so, genau, sowas. Und dann habe ich Dann habe ich... Also ein Kollege aus Aachen ist hier Top 64 gegangen und... Zwei sogar, habe ich jetzt rausgekommen, ich wusste es gar nicht. Was denn? Der andere, der, wie heißt der? Ist auch Top 64. Ja, sag mal kurz. Ich hab den noch vergessen. Boah, Bruder. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat der eine 4K-Karte. Bruder, oh mein Gott, ich hab den noch vergessen. David, Bruder. David war Top 64. Grüß ihn raus. Und Basti, grüß ihn raus. Und Dings war Top 256. Oder Top 128, Kevin.
Und so, dann habe ich diesen Post reingeschickt in unsere Yugi-Gruppe und die haben diesen halt immer noch drin, die haben das direkt kommentiert, ich meine kein Yugi mehr, sondern nur noch One Piece. Und die waren halt da und dann haben die gesagt, ey, so, das stimmt, wir haben das und das, sogar noch mehr als das, was da stand, rausgeholt. Was heißt rausgeholt, haben halt Karten den Wert bekommen, aber der Wert ist halt da so. Und was denn, ja, und das war dann so ein bisschen so, keine Ahnung. Was plus der Unterschied ist, selbst als normaler Teilnehmer, wenn du nicht getoppt hast, kriegst du bei One Piece Promokarten, die du nur in diesem Turnier kriegen kannst. Und du hast allein an Teilnahme schon 200-300 € gemacht. Das heißt, selbst wenn du da hinreist, Hotel bezahlst, Turnier bezahlst, hast du allein von deinen Teilnehmerboostern hast du ein Geld schon quasi rausgemacht. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, dass man kriegt das ja einfach so und One Piece entscheidet ja nicht, wie viel das dann geht im Endeffekt. Ich weiß gar nicht, wenn Yugi Entry, zum Beispiel bei der EM, Entry-Dings geben würde, Promos. Entry-Promos, ob die auch so viel gehen würden. Ich weiß nicht, wie viele Promos sind das? 4, 5 und eine Matte. Oder? Ich War weiß das gar nicht. 4-5? Du hast Teilnahme, hast du 4 Booster bekommen mit jeweils 4 Karten. Ach echt? Und das sind nur Promos gewesen? Okay. Ja, ich weiß, Nein, ich. ich meine, das wäre so Ja, gewesen. aber denkst du dann bei Yugi, wird das auch so viel gehen? Ich weiß es nicht. Ich glaube halt, dass One Piece auch diesen Artwork-Hype hat. Okay. Weißt du, was ich meine? Das ist so Ja. eine Fanbase auch allein wegen den Charakteren und Artworks und so. Diese Full Art, Alternativ Arts und so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das hat so die Motivation dahinter und ja, genau. Das Ding ist, ich denke auch nicht, ich weiß auch nicht, wie lange das halt ein neues TCG, wie lange das halten wird oder wie lange so welche Preise halten werden und so. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich Dings da mein Geld rein investieren will, ich will einfach nur zocken. Ne, du hast noch gar nicht gesagt, wie es Ja, jetzt abgeht. okay. Dann kamen wir halt so zu dem Gedanken, oder ich und er auch, aber halt so parallel da, zu dem Gedanken, dass wir halt Bock haben auf One Piece. So. Ich hatte vorher irgendwie nie das Interesse, aber dann habe ich so gesagt, ey, so, let's give it a try. Dann habe ich mir angeguckt, er auch. War schon cool. Mich erinnert es halt voll an Hearthstone, ich war halt voller Sucht davon. Ja, keine Ahnung. Bei mir Was war war das mit halt deinen? eine komplett andere Intention, nicht mit dem Pricing, sondern weil diejenigen, die den Channel verfolgen, haben ja bei mir mitbekommen, dass ich schon seit Monaten so kein Deck finde, keinen Spaß an der Meta habe, an den letzten weiß ich nicht wie vielen Seasons. Und deswegen, als dann so in der Gruppe über One Piece geredet wurde, habe ich einfach so gedacht, ich will was Tapetenwechsel. Ich will einfach was Neues, so, wo ich wieder Spaß dran habe. Ja, und deswegen bin ich jetzt auch gerade One Piece am Zocken und das macht mir Spaß momentan, was soll ich sagen? Ich habe mir jetzt mein Deck rangeholt. Ich habe ein bisschen getestet im Internet über diesen Simulator. Echtes Game habe ich noch keins gemacht. Gleich vielleicht mein erstes echtes Game. Oder? Gegen mich gleich mein Ja. erstes. Deiner? Ne, ich war auf Turnier Ja, du schon. warst ja genau. Ich halt noch nicht. Und bockt auf jeden Fall. Jeder, der es noch nicht gespielt hat, kann sich gerne reinziehen. Macht auf jeden Fall Spaß. Und Es genau. ist halt auch so, dass du nicht wie bei Yugi ein Turn, ja okay, ich habe nicht die richtige Hand, ich gebe auf, Ja, das war sondern Turn, auch. Turn, das ist halt dieses Ressourcensystem, das macht das halt automatisch, Ja. genau wie bei Hearthstone, und das gibt es bei Yugi halt nicht. Und ich habe, wo wir mit Yugi angefangen haben, habe ich gesagt, Yugi bräuchte eigentlich ein Ressourcensystem, Ja. damit sowas nicht passiert. Und ich dachte halt auch an die Situation, also man denkt in den Momenten halt auch so an die negativen Sachen leider, aber es gibt auch natürlich viele positiven, aber die muss ich ja nicht erwähnen. Dass es sehr frustrierend ist, wenn du in Yugi zum Beispiel spielst, 1 gegen 1. Und du hast dann, der eine geht first und spielt ein Combo-Deck und du ziehst keine Handtrap, hast instant verloren. Oder Boardbreaker, hast instant verloren, so, das ist sehr frustrierend, auch wenn du dann halt 18 reingesidet hast oder 18 spielst. Das ist ja das, was ich gerade Ja, gesagt habe genau, vorhin. erstens das. Und zweitens, wenn du first gehst und dann brickst, was auch vorkommt, das ist auch sehr frustrierend in einem Turnier oder so. Bei One Piece gibt es Das, Mulligan. Du darfst deine ja. ersten 5 Karten, wenn die scheiße sind, darfst du zurück Ja. ins Mac Ich denke dischen. mal, du kannst da auch bricken oder auch. Ja, Aber du kannst safe. doch nicht outcombot werden, so. Du kannst theoretisch, ja, naja, selten als ein Yugi, denke ich mal. Ja, und da ist auch, du wirst rewarded für gutes Spielen auf jeden Fall. So. Was auch in Yugi natürlich der Fall ist, aber da vielleicht mehr, ich weiß es nicht. Das ist Mathematik. Ja, Mathematik kommt halt auch viel mehr ins Spiel.
Und ja, bockt auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt da ein Deck rangeholt, genau. Aber zu Yugi halt, er spielt jetzt kein Yugi mehr, ich werde Yugi weiterhin spielen. Ich habe mir halt, bevor das war, die Sache, habe ich schon drei Bonfires rangeholt gehabt. Ich habe jetzt gestern meine Princess bestellt. Ich hoffe, ich habe die gestern bestellt, die wird heute verschickt. Ich hoffe, die kommt morgen an. Und dann kann ich morgen mein erstes Phantom Nightmare Turnier spielen, hoffentlich, und freue mich auch drauf. Einer Populus wahrscheinlich nur. Also so, habe auch Bock auf Yugi, 100%. Aber Also für die, die jetzt denken, wir hören ja, auf. wir Ich machen mache jetzt. erstmal eine Pause komplett. Ja, Habe ich genau. eigentlich vorher auch schon gemacht. Ja. Ich habe ja nicht gespielt. Ich mache eine Pause komplett. Vielleicht, wenn es große Ja, vielleicht bin ich Turniere da zum Chillen, ist die er Leute da, ja. treffen. Ist er so wie vorher eigentlich. Ja. Und wenn es One Piece Turniere gibt, sind dann hoffentlich auch dann da. Und dann machen wir halt da unseren Content. Also auch Content so. Ist Also ja für cool. die, also es wird jetzt auch One One Piece Piece Content. Content Ich kommen. denke mal, dass wir dann halt auch One Piece. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, kann ich mal gucken, aber auch Feature-Matches von One Piece. Ich weiß gar nicht, ob sowas Ja, interessant klar, ist. gibt's. Gibt's? Ja. Also okay, dass wir vielleicht auch sowas hochladen. Ja. So, warum nicht? Und es wird aber auch gleichzeitig weiter Ja, Yugi-Content ich kommen, gehe für auf die alle, die Yugi. jetzt Angst Ja. hatten. Nee, ich gehe jetzt auch auf die Yugi Locals weiterhin und nehme dann halt Ich da habe mich auf. noch nicht für das Turnier abgemeldet. Ja, mach mal, Bruder. Das ist erst in 15 Tagen. Genau, Ende des Monats haben wir eine OTS Championship in Aachen. Sehr nice. Ding ist, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier erwähnen soll, aber ich habe an dem Wochenende einfach kein Deck, weil ich mein Deck weggebe. Du weißt ja warum, ne? Keine Ahnung, das sage ich jetzt einfach nicht, aber. Weiß ich noch nicht warum. Doch. Das. Weiß echt nicht. Nein. Lol. Ja, kannst du mir gleich sagen. Ja. Da, und ja, ich guck mal. Ach so, ja, ich weiß es. Ja, Ja, genau. okay. Und ich habe da kein Deck. Also ich habe mein Dings-Deck ist weg. Ich will halt aber gerade mal, ich habe ja für das One Piece Deck viel Geld ausgegeben, deswegen wollte ich meine ganzen Decks. Ich habe zum Beispiel, ich habe noch ganz viele Decks da. Ich habe Sky Striker Ami-Core gehabt, den habe ich verkauft. Mein Dings, Terrorite Brigade hatte ich einen Core, der ging nicht so viel, aber den habe ich auch verkauft. Dann Dragonmaid Core habe ich auch verkauft. Aber ich habe jetzt noch, falls ihr Interesse habt, Ami Purely Core und ein Ami Rika Sanavalon Core. Darf man so Werbung auf YouTube dafür machen? Weiß ich nicht. Einfach machen. Falls jemand Interesse hat, kann ich gerne melden. Aber vielleicht spiele ich am. Ja, ich will nicht sagen, was ich spiele an dem Tag. Aber kann mich im Deck anleihen. Freue mich auf das Turnier dann. Und bald sind ja auch YCS und so. Bin auch gespannt, was dann da abgehen wird jetzt hier im neues Format. Ne? Und aber ist halt sehr eklig. Also das neue Format ist noch ekliger als vorher, glaube ich. Ja, Das dann hat mir habe dann ich zum so. perfekten Also Snake Entlarv. Eye ist halt ekelhaft jetzt mit Populus und Bonfire und den ganzen Kram. Mal schauen, ich werde es auf jeden Fall nicht spielen. Ich spiele halt ne, was anderes, ihr könnt euch denken. Aber ja, so viel dazu. Keine Ahnung. Nächste Woche ist unser erste Local. Sollen wir Local Block Unser machen? erster One Piece Local. So, unser erster One Piece Local blocken. Nee, Warum lohnt bist sich du nicht. so? Lohnt sich nicht. Warum? Ja, das ist White Rabbit einfach, da passiert nichts. Wir haben es schon mal gemacht, das ist so geil. Ja, mal gucken. Grüße gehen raus an alle, die da zocken. Und Ist halt auch geil, dass die Runden nur 35 Minuten sind und meistens werden die ganzen 35 Minuten gar nicht gespielt. Ein Match geht meistens so 15, 20 Minuten und dann sind alle schon fertig. okay, dann Und dann ist geht direkt in die nächste Runde. Dann krass. bin ich für vier Runden. Games, 2,5 Stunden down und wieder zurück. Echt? Ja. Ist halt auch cool. Hm. Auch so dieses, wenn du Okay. 9 Runden spielst auf großen Turnieren bei Yugi, das ist schon hart. Das nimmt schon einen immer richtig Oder Kraft, ja. 35 Minuten ist halt 10 Minuten weniger pro Runde. Das sind halt 90 Minuten. Über den Tag, das ist schon heftig. 90 Minuten weniger. Bei 9 Runden. So, oder nicht? 35 als 45 Minuten pro Runde. Ja. Was ist mit deinem Auge? Was mit meinem Auge? Ist das immer so? Also jetzt Dass es nicht so mehr. runter ist? Nein. Schlupflied? Nein. Ja, jetzt nicht mehr. Okay. Ja, Ja, aber genau. so auf Locals wird dann halt direkt die nächste Runde gespielt. Auf Großturnieren wird das Nein. wahrscheinlich nicht so Nein, sein. aber das geht trotzdem, hast du 10 Minuten weniger. Ne? Und wenn du früher fertig bist, was halt vielleicht in jedem zweiten Spiel der Fall ist oder öfters, hast halt noch mehr Dings Zeit so zum Ausruhen. Du Ja. sitzt halt weniger, weniger Rückenschmerzen und so. Ist halt jetzt Dings, aber das, ja.
sind auch Faktoren. Ich freue mich auf die erste YCS von dem Game. Sind wir auf jeden Fall dabei, ne? Je nachdem, wo die ist. YCS. Von One Piece. Oder Mal gucken, Regional. wo das ist. Aber so Dings Ich wäre Regional gerne auf spielst du der nicht. EM gewesen, ne? Dings Regional spielst du nicht, ne? Yogi? Nein. Remote Regions, die jetzt anstehen. Nee. Ne, war? Ja, ich auch nicht. Ich Ich bin weiß. nur noch voll schlecht. Ich kann das Spiel noch gar nicht, aber. Ja. Man muss halt üben. Ich habe auf jeden Fall sehr Bock. Ich habe schon ein bisschen getestet und was getestet, aber haben ein bisschen was erklären lassen und so. Wir sind ja auch Bin mal, also, motiviert. wir sind die größten One Piece Fans. Unser Ach so, ja, das wollte ich auch sagen. Channel wurde nach Ja, ja, Gear ja, 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 ja. benannt. Boah, ich habe schon so herbe Filme gehabt und so, aber kann ich dir gleich sagen. Die Sache ist halt auch wegen den Preisen. Was ist, wenn zum Beispiel. Es kann sein, dass das Spiel. Deswegen will ich auch noch Yu-Gi-Oh! Weiterspielen. Keine Ahnung, viele sagen, dass das. Also nicht viele sagen, aber manche sagen, dass das nicht lange aushalten wird oder dass Bandai Games oft nach 2 Jahren oder ich weiß nicht wie viele Jahren kaputt gehen und so. Oder generell, was passiert, wenn One Piece die Serie zu Ende ist? Sinkt dann der ganze Hype oder sinken die ganzen. Wenn die Karten sinken, ist das ja egal. Ich hole mir ja keine 5K-Karte oder so. Ich kaufe die einen Schein. Aber dass generell vielleicht dann Promos und so weniger wert sind und so. Aber ist ja egal, wenn das Spiel Spaß macht, dann warum nicht? Und solange, ne, kann man ja zocken. Ja, keine Ahnung. Schreibt mal gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare über Ich will Yugi. wissen von den Leuten, die uns gucken, wer alles One Piece auch Ja, spielt. das wäre Das krass. müsst ihr reinschreiben. Die One Piece auch so Überlegungen schon gemacht haben, guckt es euch an. Ich sag's euch. Ist echt ein cooles Spiel. Die, die vorher noch nicht sowas gespielt haben mit Mana-System und sowas, für die ist es wahrscheinlich was ganz Neues, aber Kommt man schnell kommt rein? man schnell rein, Man ja. kommt schneller rein in das Game, aber es, also der Grundgedanke von dem Spiel ist einfacher als Yugi. Aber gut zu sein erfordert trotzdem sehr viel Zeit und weißt du, was Ich ich bin meine. gespannt, wie, ja. Aber man kommt sehr schnell rein, weil es sehr Ja. einfaches, Aber gestricktes Gameplay ein ist. Ziel ist natürlich auch da gut zu sein, ne? Ich wollte auch Yugi jetzt nicht aufhören, Ich noch eine werde der YCS. Beste, habe ich schon gesagt. Der sagt, er wird der Beste. Ich will auf jeden Fall Yugi noch eine YCS toppen, auf jeden Fall. Das ist mein Ziel. Ja. Jetzt nach dem Video minus 500 Abonnenten. Ja. Nein, aber kommt ja weiter genau das gleiche wie Ja, jetzt. eigentlich Nur, schon. dass noch mehr Videos dazukommen. Ja, warum nicht so? Und wenn wir einen Vlog machen, die Leute, die unsere Vlogs feiern, die würden auch die One Piece Vlogs gucken. Oder nicht? 100%. So. Dann also haben wir mehr Dings für Vlogs, weil unser Content ist sehr eingeschränkt eigentlich. Aber wir machen, also, so, keine Ahnung. Könnt auch gerne in die Kommentare hauen, was man vielleicht für One Piece Content machen kann, den es noch nicht gibt. Oder den es gibt, den nicht so viele machen, weil es gibt ja wenige One Piece Tuber. Wenn man das so sagt. Aber vielleicht gibt es so einen coolen Content, den Leute machen, den wir nicht kennen. Ich kenne ja gar nichts davon und den wir auch machen könnten. So Market Watch und so, sowas will ich auf jeden Fall nicht machen. Aber zum Beispiel da sind Deck Profiles viel, also nicht so angesagt wie in Yugi. Die werden kaum gemacht. Ich glaube, man nur so Gewinner von einem Turnier. Aber so Locals wahrscheinlich gar nicht. Es werden ja auch alle Profiles quasi direkt hochgeladen auf dieser Seite, auf One Piece Top Deckliste. Decks. Ja, das heißt, die Leute interessieren sich, Aber also man kann halt was dazu sagen, ja, so. aber vielleicht ist das einfach so, weil das noch so neu ist und das wird zum Beispiel ein Kollege meinte, also Basti meinte, dass das Interesse schon da wäre von ihm jetzt vielleicht auch von den Leuten sowas zu gucken. Ich denke auch, ich würde mir sowas auf jeden Fall angucken. Ja, Ja, keine Ahnung, gucken. mal Wir gucken. labern jetzt schon 20 Minuten. Wir hauen jetzt rein. Ja. Das war so das, was wir loswerden wollten. Ich mache richtiges Thumbnail mit Träne und wir quitten und so. Richtig Clickbait. Richtig, das wird so Clickbait. Ja. Und Ja. an die One Piece Leute, die One Piece zocken, Sleeve Chief bringt auch bald One Piece, die haben das auch angekündigt, das ist jetzt kein. Oder. Müssen wir nochmal nachfragen, sonst müssen wir das piepsen. Oder rausschneiden. Nein, ich glaube, das Wort. Nein, 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 das Wort. Letztes Jahr haben die gesagt, was sie dieses Jahr machen, in diesem Video. One Piece Stuff wird kommen. Ist mir auch heiß drauf. Ich bin gespannt. Also, ich habe noch nichts davon gesehen. Aber ja, an dieser Stelle checkt unseren Sponsor Sleeve Chief ab. Das war krass. G61 für 5% Rabatt. Und was meinst du, ist krass? Ich habe so 1000 Sleeves von Sleeve Chief und konnte so keinen davon benutzen, weil One Piece Standard Size ist. Was? Okay, macht's Was? gut, Leute. Wir sehen uns. Macht's Ciao. gut, bleib gesund.